Moinsen, Flitzpiepen. Ich mach da nochmal den Cubase Erklärbär. Heute will ich mal den Control Room beleuchten. Ja, so schaut das aus. Was haben wir hier? Als allererstes müssen wir beim Control Room mal alles vernünftig einrichten. Das machen wir erstmal unter F4 bzw. unter Studio und, na komm schon, Audioverbindung. Als allererstes müssen wir den Control Room natürlich hier mal einschalten. Ich zeige es mal von ganz vorne, Control Room ausschalten, muss man das immer bestätigen. So, jetzt sagen wir mal, ich hätte hier meinen Output verbunden mit meinem Focusrite Output 1 und 2. Wenn ich jetzt den Control Room einschalte, zack, wird automatisch der Ausgang auf nicht verbunden gesetzt. Das ist richtig so, davon nicht irritieren lassen. So, weil mit dem Output 1 und 2 sind jetzt meine Monitore verbunden. Und das bedeutet, dass unser Stereo-Out inklusive allen Einstellungen, Plugins und so weiter und so fort auf diesen Main-Bus hier im Control Room geroutet wird. Da können verschiedene Lautsprecher an verschiedenen Ausgängen dranhängen. Also zum Verständnis, Stereo-Out wird auf den Main-Out vom Control Room geroutet. Wieder zurück in die Audioverbindung. Und haben wir hier schon gesehen. Dann habe ich noch einen Kopfhörerausgang. Das ist dieser hier rechts im Control Room. An anderen Ausgängen. Und jetzt fügen wir mal einen weiteren Monitor hinzu. Da können wir insgesamt können wir 4 Monitor-Konfigurationen gleichzeitig betreiben im Control Room. Ich füge jetzt einmal hinzu. Dann haben wir hier dieses Bestätigungsfeld. Da könnte man jetzt auswählen, welche, ob Stereo oder 501, wenn man so ein Mehrkanal-Setup hätte. Oder, aber wir haben jetzt mal Stereo. Oder nee, ich mache den mal als Mono, weil das ist kein Lautsprecherpärchen, sondern ein einzelner Lautsprecher, so ein Auraton, hier so ein Mittellautsprecher oder ein Mono-Küchenradio. Das ist manchmal ganz praktisch, darüber seinen Mix zu kontrollieren. So, den haben wir jetzt mal angelegt. Den verbinde ich jetzt mal nicht, weil ich könnte jetzt hier höchstens noch meinen Output 5, das ist aber, Moment, muss ich direkt mal gucken. Ich hoffe nicht, dass das OBS jetzt durcheinander kommt dadurch. Mal kurz zum Zeigen könnte ich es machen. Moment, muss ich wieder hier meine Liste zurückschalten. Okay, jetzt hätte ich ja an Output 5 hätte ich meinen Mono-Lautsprecher. Ich mache das aber mal wieder weg, weil wenn ich nachher Mucke laufen lasse, dann bringt das die OBS-Aufnahme auf jeden Fall durcheinander. So, was das macht, kommen wir gleich zu. Was haben wir hier noch? Wir haben externe Eingänge hinzufügen. Was wäre das? Das wären zum Beispiel im Handbuch von Cubase steht zum Beispiel ein CD-Player. Ich glaube, das ist heutzutage etwas obsolet, aber theoretisch könnte man das machen. Man macht hier so einen externen, komm rüber hier, den machen wir natürlich dann in Stereo, zack. Und dem müsste ich jetzt Eingänge zuweisen, 1 und 2. Das kann ich jetzt nicht machen, weil über Input 2 läuft hier mein Gelaber in OBS rein von meinem Focusrite. Aber ihr versteht, wie ich meine. Ihr habt jetzt hier einen externen Eingang, schließt einen CD-Player an oder was auch immer. Das könnte auch ein externes Instrument sein, irgendwie ein Synthi oder Keyboard-Gedönse. Und dann kann man diese externe Quelle, zum Beispiel, ich schiebe das mal gerade weg, man könnte dann hier als Input auch die externe Quelle wählen. Ob man das braucht oder nicht oder wie oder was. Da gibt es bestimmt Anwendungen für, ist aber für mich persönlich jetzt relativ uninteressant. Deshalb mache ich den mal wieder weg hier. Rechtsklick und entfernen, entfernen, zack. Wie gesagt, gibt es bestimmt Anwendungen für mich uninteressant. Im Handbuch steht da leider auch nicht wirklich viel mehr Erhellendes zu, aber ich glaube, das ist so aus vergangenen Tagen oder für spezielle Anwendungen. Was haben wir noch?
Wir haben ein Talkback. Das Talkback-Mikro, das verbinde ich jetzt mal mit meinem Eingang 2. Das ist jetzt eigentlich mein OBS-Gequatsche, aber ich werde euch das kurz zeigen. Wenn ich jetzt hier auf Talkback drücke, dann wird mein Talkback aktiviert. Und Moment, da muss ich hier mal wieder gucken, ob das auch ankommt. Hey, hey, hey. Nee, kommt natürlich nicht an. Warum kommt das nicht an? Ja, kann ich euch sagen. Hey, 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 hey. Also hier siehst du, dass es ankommt. Das müsste ich aktivieren. Und wenn ich jetzt hier drauf drücke, na, kommt immer noch nichts. Warum? Ach so. Weil ich keine Ahnung habe. Ich weiß es gerade echt nicht, warum hier. Warum geht das denn wieder aus hier? Ach so, nee, das ist nur unten der Knopf. Ja, Talkback halt. Kann ich das hier einschalten? Kann ich das da einschalten? Ich weiß es gerade nicht. Ich bin gerade echt, irgendwie habe ich gerade ein Brett vom Kopf. Aber mein Gott, ihr wisst, wie ein Talkback-Mikro funktioniert. Und das kann natürlich sein, weil ich das jetzt über OBS und so, aber egal. Lasst euch davon nicht verwirren. Ich lasse das mal drin hier, dann können wir da gleich mit rumspielen. Und dann gibt es noch die Cues. Was sind Cues? Cues sind sozusagen in erster Linie sollen das Kopfhörerwege sein. Ich mache da mal 4 Stück von. Das sind also jetzt sozusagen 4 maximal mögliche Stereo-Kopfhörer-Mischungen für Musiker im Studio zum Beispiel. So, jetzt hätten wir hier alles eingerichtet, ne? Da mache ich jetzt keine Verbindung, weil so viele Ausgänge hat das Focusrite nicht, weil ihr müsstet ja für jeden Stereo schon mal 2 Ausgänge haben, das wären 2, 4, 6, 8, dann 10 für die Kopfhörer und 12 für die Monitore und hätte dann noch ein zweites Pärchen, was in Stereo wäre, wären wir schon bei 14 Ausgängen. Da müsst ihr schon ein fettes Audio-Interface haben. So, zu damit. Schauen wir mal hier, hier ist Talkback an. Mal gucken, ob jetzt was ankommt. Ah, jetzt. So, da. Ja, natürlich, ich kann das Talkback natürlich nicht in meinen Control-Room schicken. Das ist ja totaler Nonsens. Das heißt, ich mache so. Jetzt höre ich nämlich das, was der, aber das ist ein Schritt zu weit. Also hier oben, ne, Talkback ist aktiviert und jetzt kommt hier, kommt das an, was der Musiker hören würde. Ich mache das Talkback aus, dann kommt hier nichts mehr an. Schlaue Funktion, draufklicken und Maustaste gedrückt halten bedeutet, Talkback ist nur so lange an, bis ihr die Maus loslasst. Ich mache das mal, ich halte die Maus und laber. Ihr seht oben rechts in der Ecke, da ist Pegel. Jetzt lasse ich die Maus los und zack, es verschwindet. Das ist meiner Meinung nach relativ wichtig zu beachten. Aus einem ganz simplen Grund, wenn ihr vergesst, das Talkback auszuschalten und die Jungs im Aufnahmeraum spielen gerade den Take ihres Lebens ein und ihr bestellt euch im Hintergrund eine Pizza und die kriegen das auf die Kopfhörer, dann kann das relativ verwirrend sein. Noch schlimmer, ihr macht euch über die lustig und die kriegen alles mit. Dann gibt es nachher Haue. Ja, deshalb Talkback. Obacht. So, dann schaue ich nochmal auf meinen schlauen Zettel. Was haben wir? Monitor haben wir, Stereo-Out haben wir. Talkback, externen Cues. So, dann zeige ich euch noch unter dem Tab Bearbeiten, Programmeinstellungen. Dann gucken wir hier unten VSD Control Room. Control Room. Kontrollraum. Was können wir da einschalten? Kontrollraumpegel im Transportfeld anzeigen. Kann man einschalten, ausschalten, interessiert mich relativ wenig. Dann hätten wir hier noch Talkback-Modus automatisch deaktivieren. Das ist praktisch. Hier steht momentan automatisches Deaktivieren aus. Das bedeutet, ich mache das ganz manuell mit unten draufklicken hier auf diesen Button Talkback. Während der Aufnahme würde bedeuten, sobald ich habe das hier eingeschaltet, na, kann ich jetzt gerade nicht, ne? Also ich hätte Talkback eingeschaltet, drücke auf Record, dann geht das automatisch aus.
Damit hat er zumindest schon mal den potenziellen Fehler ausgeschlossen, dass während der Aufnahme ihr den Jungs in den Kopfhörer reinlabert. Oder ihr habt, stellen wir uns vor, wir haben einen separaten Regieraum, einen separaten Aufnahmeraum. Ihr habt die Lautsprecher an und habt das Talkback an. Die Jungs fangen an zu spielen. Ihr hört euch über eure Monitore die Aufnahme an und das geht dann wieder in das Talkback-Mikro. Und was passiert dann? Rückkopplung. Das wäre natürlich scheiße. Dann könnt ihr ein Take mit versauen. Und dasselbe gibt es nochmal bei Wiedergabe und Aufnahme wird das Talkback automatisch deaktiviert. Das ist natürlich auch schön, weil da kann es auch keine Rückkopplung geben, wenn ihr euch das nochmal anhört. Leuchtet ein. Ich lasse es mal gerade so stehen. Dieses kleine Häkchen hier, das sorgt für Verwirrung. Wenn ihr den Control Room benutzt, ich glaube, das ist Standard, dass das hier eingeschaltet ist. Das heißt, dass das Vorhören aus der Media Bay oder wenn ihr irgendwelche Sachen im Sample Editor und so weiter vorhören wollt, dann geht das nur über den Kopfhörerkanal. Und wenn ihr den nicht benutzt, sondern nur Lautsprecher oder ihr benutzt einen externen Monitorcontroller, um zwischen Kopfhörer und Lautsprecher und so weiter hin und her zu schicken und die haben denselben Input, dann hört ihr nichts. Lese ich immer wieder in diversen Foren. Also das ist das Rätsels Lösung. Wenn ihr das über die Monitore hören wollt, also Lautsprecher, dann müsst ihr das ja ausschalten. Cue während Talkback absenken. Das ist, ne, sobald ich Talkback mache, gehen hier die einzelnen Kopfhörerwege etwas leiser. Ja, kann man anklicken, kann man auch bleiben lassen. Das hier würde ich angeklickt lassen, exklusive Geräteports für Monitoring-Kanäle. Das ist so ein kleines Sicherheitsding, damit ihr nicht, damit sind dann auch Rückkopplungen wieder safe und ausgeschlossen und so. Dann haben wir hier einmal den Referenzpegel, das zeige ich gleich, und den Dimmpegel. Das kann man halt hier einschalten. Okay, dann gehen wir hier mal raus. Für mich ist der Control Room eigentlich in erster Linie ein Monitor-Controller. Soll heißen, ich kann meine Kopfhörerlautstärke und die Lautstärke meiner Lautsprecher separat steuern. Ne, hier über diese beiden Buttons, ne, hier zack, zack, zack und hier unten. Ich kann sie komplett ein- und ausschalten. Kennt vielleicht der eine oder andere, du hörst über deine Lautsprecher ab und der Kopfhörer liegt irgendwie rechts am Schreibtisch und der ist an und brüllend laut und du denkst die ganze Zeit so, warum kommt dies näher denn immer so eigentlich so ein bisschen von rechts? Das liegt daran, dass dein Kopfhörer da rechts liegt und natürlich auch da was rauskommt. Also Kopfhörer ausgeschaltet, dann verschwindet das wieder. Luxusproblem, aber wie gesagt, kann schon mal vorkommen. So, dann haben wir noch eine sehr, 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 sehr geile Funktion. Und zwar unter Inserts können wir, das mache ich mal zu hier oben, wir können Plugins in den Control Room laden. Und zwar für unsere Main Section, separate für den Phones-Kanal und auch auf den Cue-Wegen können wir Plugins rein, auch theoretisch auch auf dem Talkback, ne, wenn ich jetzt da irgendwie einen Limiter drauf haben will, dass wenn ich da reinschreie, den Jungs hier nicht der Schädel platzt. Ich habe zum Beispiel drin hier in meinem Monitorweg ein Analyzer, ein Loudness-Messgedönse, Tonal Balance Control von Isotope. Dann habe ich hier sowas drin. Ich habe da so drei Bänder eingerichtet, die ich dann solo hören kann, was passiert in den Tiefen, Mitten und Höhen. Braucht keiner sich zu merken, das ist mein eigenes Gedönse. Dann habe ich hier noch so ein, eigentlich ist das Schwachsinn, weil was ich hiermit mache, das kann ich auch im Control Room selber machen. Aber so eine kleine Marotte von mir. Und was viele interessieren wird, hier kommt zum Beispiel Sonarworks rein. Da könnt ihr dann auch die Kopfhörervariante in den Kopfhörerweg reinladen und könnt dann in den
Main, Out, eure Lautsprecher korrekt, also Raumkorrektur irgendwie reinladen. Noch schlauer ist aber, das hier oben zu machen. Ah ne, das ist natürlich wieder Blödsinn, was ich erzähle. Ne, also so wie ich gesagt habe, ganz normal hier in die Inserts. Ich wollte euch aber zeigen, was ich machen kann, wenn ich die Monitore umschalte. Ach so, natürlich kann ich das machen. Mein Gott, ich bin noch verwirrt heute. Also, einmal hier gezeigt, wir haben hier Monitore. Ich habe den einen eben eingerichtet als Mono, deshalb verschwindet das hier. Und ich kann das hier umschalten. Monitorpärchen A, Monitorpärchen B. Oder der B war jetzt ein Mono. Ich kann hingehen und kann jetzt hier, auch ein wichtiger Schalter, ich kann mal schnell auf Mono klicken, ne, um meinen Mix im Mono abzuhören. Wenn ich zum Beispiel hier so einen Mono-Lautsprecher nicht habe. Dann, ich wollte das kurz mit den Monitoren zeigen. Also, ich habe jetzt hier Monitorpärchen A und lade mir hier jetzt mein Sonarworks für diesen Lautsprecher. Ich mache das jetzt mal anhand eines, eines Equalizers. Das ist mein Monitorpärchen A. Und wenn ich jetzt hier umschalte, zack, ist das weg. Heißt also, du kannst dann hier eine andere Raumkorrektur für diese Lautsprecher einschalten. Sollte klar geworden sein. Jetzt habe ich mich gerade selber ein bisschen aus dem Konzept gebracht. Habe ich gezeigt mit dem Sonarworks, weil ich habe hier so einen schlauen Zettel. Den seht ihr nicht, der ist am anderen Bildschirm. Was kann ich mit diesen Channels hier anfangen? Das bedeutet, ich klicke hier drauf. Jetzt höre ich nur den linken Kanal von meinem Stereo-Out. Das muss man zweimal klicken, damit der angeht. Oder man drückt Steuerung-Taste, dann kann man hin und her switchen. Jetzt würde ich also den rechten Kanal von meinem Stereo-Out nur noch hören. Und dann gibt es diesen Button, der wurde jetzt, ich höre nur den rechten Kanal und wenn ich den hier einschalte, aber mittig, also auf beiden Lautsprechern. Ich demonstriere das mal gerade, indem ich das hier mal kurz laufen lasse. Und da ist jetzt auch der Moment gekommen, wo ich euch sage, worum es hier geht. Ich bediene mich mal wieder einer Aufnahme, die ich gemacht habe. In diesem Fall sind es die Rhine River Rudies aus Köln. Das ist eine Metalcore- bzw. Grindcore-Band. Werdet ihr gleich hören, ist also echt ganz, ganz, ganz harte Nummer. Und ist natürlich Blödsinn. Den konnte ich mir nicht verkneifen. Schönen Gruß an den Sven. Ihr werdet gleich hören, was die für Mucke machen. Die findet ihr auf, wenn es jemanden interessiert und über die irgendwas erfahren möchte. Die haben eine Facebook-Seite, Rhine River Rudies. Hier oben, Rhine River Rudies. Findet ihr, da sind lustige Videos auch von einem Konzert in einem klitzekleinen Café in Köln. Das habe ich auch live gemischt. Und hochprofessionell mit dem Handy ein paar Videos gedreht. Die sind da auf der Facebook-Seite zu finden. Aufgenommen haben wir das 2019 und 2020 wurde dann die Gesänge neu gemacht. Der Leadsänger ist, der 2019 das mit aufgenommen hat, der ist nicht mehr in der Band. Und das macht jetzt der Ema, der Gitarrist, der singt jetzt. Und dann hat der Peter, der Posaunist, auch noch ein paar Sachen eingesungen, die früher der Ema gesungen hat als Backing und so weiter. Und in der Band singt auch noch die Nina, das ist eine der, die spielt mit zwei Saxophonen, eins davon spielt die Nina und die singt auch in der Band. Das wollte ich nur noch erwähnen. Jo, dann lasse ich das mal laufen. Dann könnt ihr euch hier den Grindcore mal anhören. Und ich schalte dann mal die Channels.
Jetzt nur der linke Kanal. Jetzt nur der rechte. Und jetzt schalte ich das mal in die Mitte. Wir hören also jetzt nur das, was auf dem Stereo-Out rechts kommt, aber in der Mitte. Und jetzt hören wir nur das, was links käme, aber in der Mitte. Jetzt schalte ich das wieder aus. So. Sollte klar geworden sein. Das finde ich ganz praktisch. Dann kann man mal irgendwie, wenn man irgendwie auch Fremdmixe vielleicht mal analysieren will, was geht da ab und was haben die links gepennt, was haben die rechts gepennt, dann kann man sich das Solo schalten sozusagen in die Mitte legen und dann ganz genau zuhören. Geht natürlich auch anders, aber ich wollte es gezeigt haben, was man hiermit anstellen kann. So, dann haben wir noch einen Dimm-Schalter. Ja, das sollte klar sein, wenn ich den drücke, dann, ich mache es trotzdem mal, den haben wir vorhin hier unter Programmeinstellungen, haben wir den Dimm-Pegel, den kann man hier eingeben, ich habe jetzt minus 20 dB, das bedeutet, wenn ich den drücke, ist der Pegel um 20 dB abgesenkt, der hier rauskommt. So. Referenzpegel, das ist schon ein bisschen was Spezielleres. Meine Anwendung ist, ich habe einen Referenzpegel definiert, der ist bei mir minus 6 dB. Und wenn ich jetzt hier irgendwie was anders eingestellt habe, kann ich dann mit diesem Knopf immer hin und her switchen zwischen meinem Referenzpegel und dem, was ich gerade eingestellt habe. Was auch geht, ist Steuerung drücken und dann hier drauf springt es auch auf den Referenzpegel immer zurück. Eine Anwendung dafür wäre zum Beispiel, ihr habt eure Abhöre kalibriert und das in einer bestimmten Lautstärke und die habt ihr halt jetzt so eingestellt, wollt aber zwischendurch immer mal wieder was ändern und dann mit Steuerung und draufklicken, dann seid ihr wieder bei eurem Referenzpegel, mit dem ihr eure Anlage irgendwie eingemessen habt oder wie auch immer. Ja, wird wahrscheinlich auch nicht so oft benutzt, aber ich wollte es zeigen. Dann kann man noch, muss ich mal gerade hier unten eine Transportzeile anmachen, der Klick ist aktiviert, wir hören aber keinen Klick. Das macht jetzt in dem Song übrigens auch keinen Sinn, weil das haben die Jungs live eingespielt, also Schlagzeug, Bass, Gitarre und das Gehupe wurden live eingespielt, Bass und Gitarre nur über die Ei. Und sonst alles mikrofoniert, deshalb hört man auch das Gehupe auf den Overheads vom Schlagzeug und so. Also ist halt ohne Klick eingespielt. Wir sehen hier unten, Klick ist aktiviert. Ich starte mal. Wie wir hören, hören wir nichts, weil dieser Button hier aus ist. Ich mache den mal an. So, ist ein bisschen leise. So, ne? Also Klick aus, zack. Dasselbe gilt für die Kopfhörerwege, da kann man dann auch den Klick einstellen. Oder auch nicht. Ne? Achte mal drauf. Ich schalte den Klick an. Und zack, dann würde der hier ausgespielt. Ja, finde ich ganz praktisch, weil dann kann man den eigentlich immer eingeschaltet lassen. Und dann, ob man den hören will oder nicht, auch auf dem Kopfhörer, kann man den einfach hier drüber ein- und ausschalten. Ja. Dann haben wir noch den feinen Listen-Bus. Das ist auch ein Feature, was ich nicht mehr missen möchte. Achso, das Ding läuft ja noch. Listen-Bus habt ihr vielleicht in den vorherigen Videos das ein oder andere Mal schon mal mitbekommen. Ich gehe mal gerade hier hin, wo Gesang läuft. Und demonstriere das. Mein Gott, ich finde hier auch nichts. Da ist er. Demonstriere das einmal an dem Gesang und an dem Hall von dem Gesang. Und warum ist der eigentlich? Der soll eigentlich gemutet sein, aber na egal. Das ist automatisiert, jetzt sehe ich es. Also, Unterschied zwischen Listen-Bus und dem Solo-Schalter. Ich mache jetzt mal den Gesang vom EMA auf Solo. Dann werden halt alle Sachen, wo ein Send hinläuft und so weiter, werden auch ins Solo genommen.
Ne? Bedeutet, ich mach mal gerade an. Rumble at the bay, fools and guys who load up. Ich höre auch immer die Effektkanäle, die nachgeschaltet sind. Wenn ich den Listenbus allerdings benutze, dann höre ich wirklich nur diesen Kanal und nicht alles Nachgeschaltete. Ich habe den jetzt auf den Listen Dim auf minus unendlich, das heißt, ich höre nur das. Ich kann das aber auch Teil wieder einblenden. Ich mache mal an und schiebe den Listen Dim hoch. Ja, dann kommt alles andere wieder so ein bisschen dazu. Ja, dann könnte ich sagen, ich will das minus 15 dB haben. Das ist dann ganz praktisch, wenn ich das im Kontext mit dem anderen, ich will es quasi mehr anhören können, was passiert da, aber will den Kontext nicht verlieren zum Rest der Musik, dann stelle ich den Listen Dim halt so ein. Ich mache es in der Regel so, weil ich will das alleine hören. Plakativ ist, wenn ich zum Beispiel den Hall hier nehme. Jetzt höre ich tatsächlich nur das, was über diesen Kanal läuft. Im Vergleich zu, wenn ich den Solo-Button drücke, würde ich das hier hören. Also wieder mit dem Originalkanal, mit dem trockenen Signal und so weiter. Ja, sollte eigentlich auch klar sein. Dann ein sehr spannendes Thema sind die Cue-Mixe. Was kann ich damit tun? Wie gesagt, das sind... Oh, da hüpft wieder einer das Regal hoch. Jetzt haue ich auch noch gegen das Mikro. Moment. Also, Kopfhörermixe. Die praktischste Art, den einzurichten... Man kann natürlich hier unten, ne, hier, das muss man einblenden über die Racks. Ne. Wenn das so aussieht, dann habt ihr die Cues nicht, müsst ihr über die Racks gehen und Q-Sense einschalten. Und dann, sag mal, Q1 ist der Schlagzeuger. Dann könnte ich jetzt hingehen und würde dem, was willst du denn alles hören? Dann sagt er zu mir, ja, ich will den Bass hören. Dann schalte ich ihm den Bass ein, dann sage ich, wie laut willst du den denn haben? Bla, 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 bla. Kann man so machen, dauert Ewigkeiten. Ich würde es anders machen. Ich würde ihn fragen, was willst du hören? Dann sagt er zu mir Bass. Obacht, Steuerung-Taste gedrückt halten. Dann sagt er zu mir Gitarre. Dann sagt er zu mir, ich will alle Vocals hören. Und ich will das Gehupe hören. So. Aha. Diese Kanäle habe ich jetzt... mit gedrückter Steuerung-Taste einmal hier unten angeklickt, also sind die ausgewählt. Jetzt gehe ich hier hin, oben auf den Cue, Rechtsklick, von ausgewählten Mixerkanälen Mixpegel verwenden. Dann sind die jetzt so eingeschaltet. Ich klicke nochmal Rechtsklick, von ausgewählten Mixerkanälen, Q-Send einschalten. So, jetzt haben die, ne, ihr habt das schon gesehen, dann kann man auch die aktuellen Panorama-Einstellungen verwenden. Ist natürlich jetzt bei Stereobussen, die ich in der Mitte stehen habe, weil ich das Panorama in den Einzelkanälen mache, Blödsinn. Aber das könnte man natürlich jetzt auch noch anwenden. Und was haben wir hier noch? Einschalten, ausschalten. Man könnte auch zurücksetzen. So, auch noch lustig ist Q-Send-Pegel ändern. Wenn ich das anwähle, kann ich alle Q-Sends relative Anpassung, das wurde ich angeklickt lassen, dann hier irgendwie, ne, achte mal oben auf diese grünen Balken, ne, relativ zueinander um, was weiß ich, 4,73 dB absenken. Das mache ich natürlich jetzt nicht. So, jetzt habe ich dem Schlagzeuger einen Grundmix gemacht mit den von ihm gewünschten Kanälen und dann lasse ich das mal laufen, dann spielt der Schlagzeug zu und dann sagt er zu mir so, ah, den Bass brauche ich dann doch noch ein bisschen lauter. Dann gehe ich halt hier hin, ne, ihr seht, der steht auf minus 4,8, genau wie mein Fader und dann sage ich ihm ganz einfach, okay, kriegst ein bisschen mehr Bass. Die Dinger stehen jetzt auf Pre-Fader, was in dem Moment sinnvoll ist, wenn ich mich dazu entschließe, in meinem Regieraum, den natürlich jeder von uns hat, wir haben ja mehr Raumstudios, wir Hobbyisten, ich will den Bass in meiner Regie leiser haben.
dann ziehe ich den hier runter und beeinflusse damit seinen Q-Mix nicht. Wo habe ich gesagt, scheint der? Minus 4,8, ne? Ja. Ja. Prinzip sollte klar sein, das kann ich dann für Musiker 2, Musiker 3, Musiker 4 auf dieselbe Art und Weise einrichten. Und ich setze das mal zurück, weil ich euch noch die Funktion zeigen will, wie ich das benutze. Und zwar habe ich hier oben mir einen anderen Song der Band reingeladen und benutze den jetzt quasi als Referenzsong, damit ich den diesen Song klanglich dem anpassen kann. Und dafür gehe ich folgendermaßen vor. Ich habe hier meinen Referenzkanal. Fader lasse ich ganz unten. Der ist auch ins Nirvana geroutet, also auf keinen Ausgang. Und jetzt gehe ich mit dem Q-Send 1, der in meinem Fall mein Referenz-Q ist, lasse den auf Pre-Fader auf 0 dB, beziehungsweise ich passe dann die Lautstärke hiermit an meinen Mix, damit ich das Lautstärke angepasst referenzieren kann. So, wie kann ich das hören? Ich lasse mal hier irgendwo mittendrin laufen und die schalte ich mal aus hier, die verwirren uns sonst nur. Das ist jetzt mein, ich hätte den dann auch umbenannt, das kann ich jetzt nicht, das müsste ich hier unter F4, dann kann ich den hier und sag mal, na, schön vertippt, Referenz. So, dann steht halt hier jetzt Referenz, dann weiß ich, das ist mein Referenzbus. Und hier unten kann ich zwischen meinem Mix und dem C1, also Q1, bei mir Referenz, hin und her toggeln. Wie gesagt, ich mach mal an. Das ist der Mix. Und jetzt höre ich meinen Referenzsong. So, System sollte verständlich sein. Das finde ich ist auch eine sehr, sehr nützliche Geschichte. Das nutze ich permanent. Und weil die Q-Mixe nutze ich eigentlich im Studio-Proberaum nicht, weil ich die Kopfhörer mische bei mir über das Behringer X32 laufen lasse. Das ist für mich ein bisschen intuitiver, weil ich mit dem Ding auch live arbeite und dann in ihr Mixe darüber mache. Deshalb, das geht mir leichter von der Hand, als dann hier irgendwie im Mischpult da zack einschalten, rüberschicken. Und naja, ihr versteht, was ich meine. Funktioniert aber super mit den Cues und kann ich jedem nur empfehlen, der kein separates Mischpult im Studio stehen hat. Und wie gesagt, es geht ja auch nur bei 4 Musikern, also 4 separate Stereo-Mixe. Wenn ich mir jetzt hier die Rudis angucke, dann sind das ja schon ein paar mehr Leute als 4. Ne? Dann hätten sich hier die Bläserfraktion hätte sich dann irgendwie einen Mix teilen müssen und so. Geht auch, aber über das X32 kann ich da wesentlich mehr machen. Ja, nochmal ein Blick auf meinen schlauen Zettel. Obwohl, so schlau ist der, glaube ich, gar nicht. Das habe ich erklärt. Kopfhörermixe. Ja. Und, ach so, die Kleinigkeit vielleicht noch, ne, hier dieses mit diesem Umschalten. Das heißt natürlich auch, wenn ich jetzt den Musiker-Mix hier habe, auf Q2, dann kann ich, während ich ihm seinen Kopfhörer-Mix mache, höre ich da natürlich rein, damit ich auch ein Gefühl dafür kriege, was stelle ich dem da gerade für Mix ein. Ist vielleicht manchmal auch ganz sinnvoll, besonders bei Sängern, die wollen manchmal die Mucke knalle laut haben. Und wenn ich dann das Gefühl habe, der singt die ganze Zeit ein bisschen zu hoch, dann ist das für mich eigentlich ein Zeichen, dass der das Playback zu laut hat und versucht da gegen anzuschreien. Dann tendieren Sänger manchmal dazu, zu hoch zu singen. Umgekehrt, die hören das Playback zu leise, dann singen manche Sänger auch zu tief. Das ist marginal, aber wenn ich so den Eindruck habe, dann höre ich in den Mix auch nochmal rein und sage so, na, und schiebe ihm dann einfach irgendwie dann ein paar Pegel nach oder ziehe sie wieder zurück. Ja, das nur noch als kleine Randbemerkung. Und
weil wir heute Freitag haben, nee, wir haben Donnerstag, ne? Egal, weil wir heute Donnerstag haben, lasse ich euch den Song von den Rudies jetzt mal durchlaufen. Und sag aber vorher schon mal, haut Schloch rein, trinkt euch noch ein Bier und locker bleiben. To slip because the river's quick and cold. See them and you say, no good downtown loafers. But you think twice when them they get you off their road. What was said and done. See them and you pray to God on your sofa. But don't think twice because you're comfortable and numb. An artist, but I can't remember when. We got Nina's pure adrenalina, plays the sax as smooth as it were no Carina. We got friends and the bells and the drums, even got a Stanley set to play in the slums. We got Emma guitars his dilemma, but also copy songs and his problems with the gamma. We got Nils is a drumming Shaquille, a flow in the rhythm with giving the chills. We got Misha on the sax with ambition, solo after solo he's fulfilling his mission. When the game get difficult and rough, Rye River Rude.